Willkommen zu einer neuen Tour. Ich treffe mich gleich mit Herr Rotwild und Herr Canyon. Das heißt, wir fahren unsere Sonntagsrunde hier durch die lokalen Wälder und dann hoch zum Flowtrail, der ist hinter der Kamera. Und wir haben auch wieder angenehme 10 Grad. Ich habe jetzt die erste Tour für diesen Winter, ja, nennen wir es Winter, wo ich jetzt mein Thermoshirt anhabe. Meine Brille beschlägt, ich sehe nichts mehr, das heißt, ich muss weiterfahren. Aber immerhin scheint noch ein bisschen die Sonne, das finde ich gut. Ich war jetzt auch eine Woche nicht auf dem Bike. Ich habe mal wieder Bikeurlaub gemacht, das heißt Urlaub vom Biken, weil ich ja jeden Tag bike. Und deswegen fahre ich jetzt ein bisschen ohne Unterstützung. Dann fahren wir gleich in diesem Wald in ein paar Trails zum Reinkommen mit einer Steilabfahrt am Ende, denke ich mal. Ja, jetzt sind wir hier vollständig, die zwei Jungs hier aufgegabelt. Und wir fahren in den Wald. Oh, mal hier die Jungs mal vorlassen. Dann kann Herr Rotwild mal wieder angasen gleich. Etwas Kontext. Herr Rotwild ist mit seinem neuen Bike immer extrem schnell unterwegs und ich kann nicht dranbleiben. Was bedeutet das nun? Ja, es kommt gleich, wo er wieder wegfährt. Keine Sorge. Herr Rotwild hat sich neue Reifen drauf gemacht. Das von den schweren Contis. Jetzt auf. Achtung, du hast einen Stock im Schaltwerk. Alles. Ich wollte gerade erzählen, wie du auf die leichten Maxis umgestiegen bist. Was wiegt dein Fahrrad jetzt? 23,18 fahrfertig mit Garmin und Knopke. Geht gleich links auf einen schönen S0 Trail. Wenn er wegfährt. Gut, der pedaliert auch. Pedaliere ich auch. Da ist es wieder. Die fahren mir beide weg und ich weiß nicht warum. Was nehmen wir diesmal als Ausrede? Dass mein Bike zu schwer ist, dass die zu leichte Bikes haben, dass die einfach fitter sind, weil die deutlich älter sind als ich. Oder ich habe es einfach nicht drauf. Es scheint, es haben die zwei da vorne zur Geschwindigkeit rausgenommen, weil ich kann nämlich dranbleiben. Ich konnte mal dranbleiben. Ich konnte ja am Stefan nicht vorbei. Ich kenne doch die Routen. Ja, wie kam ich auf die Reifen? Gewicht. Ich hatte ja letztes Jahr im Windstau mir einen neuen Continental Kryptotal Enduro Vorderreifen aufgeschlitzt. Im örtlichen Bikeshop einen Maxis-Reifen erworben und den dann zu Hause gegen den Continental Argotal getauscht. Und als ich auf die blöde Idee kam, mal nach dem Gewicht zu gucken, habe ich gesehen, dass der Maxis Vorderreifen über 200 Gramm leichter ist als der Continental. Keine Sorge, gleich geht die epische Geschichte weiter, warum er seine Reifen gewechselt hat. Aber erst folgt dieser geniale Trail. Eigentlich ist es diese Steilabfahrt, die ich am Anfang erwähnt habe, die ich fahren wollte. Und wir sie gefahren sind, was ja offensichtlich ist, was man hier so sieht. Und dann dachte ich, guckst mal, wie viel Gramm man beim Hinterreifen sparen kann. Da waren es nicht ganz so viel. Irgend sowas roundabout 110, 120 Gramm. Theoretisch hätte ich irgend sowas um die 350 Gramm sparen müssen. Dann mache ich den Umbau, mache wieder Dichtmilch rein, hänge das Bike an die Waage und als Ernüchterung, hey,
das Bike ist nur 230 Gramm leichter statt 330. War das schon die Kurve? Ja. Was natürlich nicht fehlen darf, sind die technischen Uphills. Hier ist es jetzt noch relativ entspannt, aber wir kommen gleich an diese Stage 4 von unserer Uphill-Challenge. Wer das Video nicht gesehen hat, ich versuche mal es oben rechts zu verlinken, wenn ich dran denke. Und ja, werden wir dran scheitern? Definitiv. Werden wir es öfters versuchen? Auf gar keinen Fall. Werden wir schieben? Ganz klar. Ja. Die erste Challenge, die blöde Kurve hier. Ja. Gott, da kommen die Erinnerungen. Boah, ich falle ja jetzt schon den Hang runter, sogar es da vorne nicht so schwierig ist. Ich glaube, ich brauche erstmal eine mentale Pause. Soll ich eine Downhill-Challenge draus machen? Du wirst lachen, wenn du das runterfährst, denkst du, das kannst du easy hochfahren, weil die Stufen alle nur so hoch sind. Ich weiß. Aber beim Hochfahren denkst du dir, Alter. Seid ihr bereit? Nein, fahr los. Ich schau mir das erstmal an. Okay. Oh, das möchte ich gern vermeiden. Das hier ist schon die erste Stelle. Alter, ich glaube, wir schieben es einfach. Aber die Kommentare unter dem Video sind auch klasse, oder? Ja. Der Alex springt die dicksten Dinger und hat technisch gar nichts drauf. Ich bleib dabei, ich springe es einfacher als das hier. Also von oben sieht es noch gar nichts aus. Also ich sage immer rund kurz das Geilste, das müssen wir eigentlich auch fahren. Aber gemütlich. Hm. Was ist denn gemütlich? Eco oder was? Fahr einfach vor. Hier ist der Teil vom Rundkurs am Flowtrail. Ich fahre den ja gerne auf Zeit und kann immer noch nicht die Linienwahl hier. Schon sind wir da. Los oder willst du noch ein bisschen verschnaufen? Willst du dir die Strecke erstmal angucken? Dreckwalk? Das auf jeden Fall, genau. Und nicht blind dem Alex hinterher, sondern lieber den blauen Schildern. Also das mit dem Dreckwalk war irgendwie nur Sarkasmus und nicht ernst gemeint. Aber irgendwie sind doch an diesem Tag etliche Personen auf der Strecke rumgelaufen und haben ihr Fahrrad auch wieder hochgeschoben. Es ist ja eine Sache, wenn man sich mal nebendran stellt, mal guckt, sich einen Sprung anschaut. Ja, alles easy, aber man schiebt sein Fahrrad nicht den Drecke wieder hoch oder man fährt es auch nicht hoch, was auch etliche Leute machen. Der Forstweg ist nebendran, das schafft man auch ohne E-Bike da wieder hoch zu pedalieren. Nochmal oder ganz runter? Völlig emotionslos, du. Das ist jetzt hier das Reifen kaputt fahren. Das kann ich gut machen.
Da ist er direkt dabei. Zufrieden mit dem Fahrrad, die Einstellung. Also hier haben wir jetzt neu für dieses Jahr Zubringer zu P2 und zu P1 gibt es auch noch einen, den fahren wir nachher hoch. Da steht P2, wir sind hier quasi, wo es zum Steingap abgeht, so von der Orientierung her. Ich finde das schön, schöner, flowiger Naturtrail für uns Naturtrail-Liebhaber. Ja, haben wir einen dabei? Ich sehe gar keinen. Ich habe das ja einmal gezeigt, Anfang des Jahres. Mittlerweile ist das Ding halt schon gut eingefahren und runter macht es halt mega Bock, vor allem der untere Teil. Man kann natürlich auch nach Abschnitt 1 links fahren, den Forstweg und dann erst einsteigen, aber ich finde, man sollte alles mitnehmen. Und ab hier kommt man dann quasi, hinter uns ist dann der Ende von Abschnitt 1 und dann kann man hier auch direkt rein starten. Dann mal direkt eine Frage an die Besucher des Flowtrail in Stromberg, die auf P1 oder P2 parken. Nutzt ihr die Zubringer? Fahrt ihr die auch hoch oder nur runter oder gar nicht? Schreibt es doch mal in die Kommentare. Danke! War leider kurz, aber geil. Ja, ist ein bisschen technischer und enger. Können wir Richtung Walderlebniszentrum fahren, dann hoch Weißenfels und den Celtic Trail. Und da gibt es auch einen kleinen Twist. Jetzt haben wir es geschafft. Wir sind hier im Aussichtspunkt Weißenfels. Da hinten ist der Berg, wo wir übermorgen fahren. Ich wollte es gemütlich fahren. Wenn ich hier vorfahre, endet es wieder in der Ballerei.
Stopp! Rechts rum. Ich glaube nach den Baumstämmen da unten rechts. Ja, der muss mal, wenn der bald mal nicht angefangen wird zu fahren, dann ist er weg hier. Und das ist ja auch schön. Und dann schließt sich jetzt so langsam der Kreis. Jetzt sind wir an P1 und hier ist der Verbindungsdreh zum Start Waldhorn. Das sind so echt geile Wege. Und ich finde, die werten das Ganze hier auch einfach extrem auf. Das war's vom Flohtrail-Gelände. Hinter uns liegt der Übungsparcours. Wir wollen ja wieder Richtung Heimat. In zwei Tagen sehen wir uns. In zwei Tagen sehen wir uns schon wieder. Und die Armen. Dann läuft noch bis zur nächsten Tour.